16 Bars TV, heute mal an meinem zweiten Arbeitsplatz hier bei KISS FM und ganz überraschenderweise kam Sido hier gerade vorbei. Ja. Es gibt nämlich wichtige... Ich sitze übrigens gerade. Du sitzt, natürlich, der Herr sitzt, die Frau Ich wollte nur steht. Nicht, dass die Leute denken, ich bin kleiner als du. Wieso ja, nicht? Ich sitze. Ich kann ja auch über Nacht gewachsen sein. Ja, ja, nee, du bist ja nun wirklich klein. Ich bin nicht kleiner als deine Freundin zum Beispiel. Nein, aber siehst klein du? Eben gegen mich. Ich bin... So, jetzt haben wir es mal bewiesen. Schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Du bist aber nicht hier, um über unsere Größen zu sprechen. Nein. Es gibt ein wichtiges Thema. Ich wollte dich eigentlich schon auf der Graffiti-Box-Jam befragen, aber dann warst du auf einmal weg. Es gehen Gerüchte umher, ja, dass du nicht nur dich vertragen hast mit Bushido, sondern dass auch vielleicht bald ein Album erscheint. Ja, das kommt doch jetzt drauf an, wann du das hier sendest. Ich glaube, wir senden das am Montag. Also wir können ja mal einfach ganz ehrlich sagen, heute ist Sonntag. Ja. Und ich glaube, dass eventuell man vielleicht am Montag schon gut, darüber ja. sprechen kann. Ja, am Montag kann man darüber sprechen, weil wir, glaube ich, ab Montag so eine Pressemitteilung rausgeben. Ja, wir haben es getan. Wir haben Ihr macht Album es offiziell. Ja, Album fertig. Wunderschönes Album gemacht. Am 14. Oktober kommt das Album. Das Album heißt 23, genau wie das Projekt heißt auch 23. Was heißt das Projekt? Ihr beide nennt euch jetzt ja, zusammen? Ja, die Band von Bushido und Sido heißt 23. Seid ihr der einzige Bestandteil dieser Band oder gibt es Musiker? Nein, das ist der einzige Bestandteil dieser Band. Wieso 23? Weil das unser 23. Album ist. Wenn man alle unsere Alben zusammenrechnet, ist das unser 23. Ich habe 9, er hat 13, das sind 22. Das ist dann also unser 23. Album. Seit wann arbeitet ihr an diesem Album? Seit einer ganzen Weile. Also als du mich das letzte Mal gefragt hast, besoffen in diesem einen Club auf dem Dach, da haben wir schon dran gearbeitet. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gespürt. Ja, ich hab da, ja, ja. Wenn ihr jetzt zurückspult, dann wisst ihr, wie ich aussehe, wenn ich lüge. Wenn ihr euch das Interview nochmal anguckt. Ich hab's gemerkt, tatsächlich. Aber man hat ja da noch nicht so viel aus dir rausbekommen. Kann man sonst noch konkretere Sachen dazu sagen? Also ich glaube, nee, eine Frage ist noch wichtig. Viele Leute haben ja zum Beispiel dieses Bild, was da in der Bild-Zeitung erschienen ist, ja, als Fake-Foto empfunden. Ja. War das gefaked oder habt ihr euch wirklich durch Zufall auf dem Kudamm getroffen? Nee, wir waren nicht durch Zufall. Wir waren einkaufen auf dem Kudamm. Wir haben geshoppt, weil wir nächsten Tag Fotoshooting hatten. Und dann hat's, also wir sind auch eine ganze Weile unterwegs gewesen. Normalerweise geht das bei mir schneller, wenn ich so unterwegs bin und dann ist das so, dann hat keiner eine Chance, mich irgendwie zu erwischen, aber da haben sie uns erwischt. Aber ihr habt schon mitbekommen, dass da jemand ist und habt euch dann auch nicht dagegen gewehrt? Nein, das haben wir nicht mitbekommen. Die Herrschaften machen das ganz schön gefuchst. Wie war denn jetzt so der Anfang der Zusammenarbeit? Ihr seid ja eigentlich musikalisch jetzt in sehr verschiedenen Welten unterwegs, ihr habt euch ja ziemlich voneinander wegentwickelt. War das am Anfang schwierig, sich jetzt wieder zusammenzutun? Nö. Das war nicht, also ich hatte dieselbe Vermutung, bevor wir ins Studio gegangen sind. Wie soll das enden? Wie soll das werden? Also, was für ein Album sollen wir machen da? Zieht er sich jetzt so, macht er jetzt ein bisschen auf lustig und ironisch oder ziehe ich mir jetzt eine Lederjacke an und klappt den Kragen hoch? Ich wusste nicht genau, wie das wird, aber wir haben einfach ein krasses Hip-Hop-Album gemacht. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, hier mit Samples und sowas, wir haben nichts gesampelt, aber wir haben die Beats auch größtenteils selber gemacht. Ich finde es einfach ein krasses Album, wirklich. So blöd es jetzt klingt, wer kam zuerst auf diese Idee? Also als ihr euch irgendwie privat wieder angenähert habt, war das vorher da oder wer hat zuallererst gesagt, wir machen jetzt ein Album und... Jetzt kann man ja drüber reden. Das Problem war, als wir uns angenähert haben, hat Bushido gerade sein Album gemacht, sein letztes. Wie heißt denn das nochmal? Jenseits von Gut und Böse oder so. Richtig. Das Album hat er gemacht und da war natürlich im Gespräch, dass man vielleicht einen Song für das Album macht auch. Da habe ich aber gesagt, das wäre jetzt unfair meiner Plattenfirma gegenüber zum Beispiel, wenn man das nicht für eine Promo für mich nutzen würde, sondern eine Promo für ihn daraus machen würde, sondern man müsste sich irgendwie in der Mitte treffen, wenn man was macht. Und das in der Mitte treffen ist einfach ein gemeinsames Projekt. Was glaubst du, wie deine Fans auf diese Nachricht reagieren werden? Keine Ahnung. Du weißt ja, also ich meine, wir haben ja schon öfter geredet und das auf das, was meine Fans sagen, gebe ich ja meistens, also es ist mir schon wichtig, ja, aber deswegen würde ich nicht irgendwas nicht machen oder doch machen, so wenn die was gut finden oder so.
Ich glaube aber und ich hoffe, dass ich damit ein Signal so sende an Hip-Hop insgesamt so, ja, dass dieses ganze Streiten und Dissen und so, das, was wir ja auch gemacht haben, ich meine, durch wir Agro Berlin, ja, Bushido und ich, wir haben ja auch andere Leute gedisst und sind dadurch eben groß geworden und deswegen denken heute viele Leute, so funktioniert das Business, ja. Und ich hoffe, dass wir da den Leuten so ein bisschen so die Augen öffnen und sagen, nee, so funktioniert das Business nicht. Es geht nicht nur um Dissen und so, sondern, ja. Außerdem, es hat alles keinen Sinn mehr gemacht. Ich meine, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, warum wir uns streiten und worum es hier eigentlich geht und so, keine Ahnung. Zu guter Letzt, seid ihr jetzt auch wirklich wieder richtige Freunde oder ist es jetzt hauptsächlich, wir sind jetzt Kollegen, Geschäftspartner, Feature-Partner oder hat sich jetzt auch wirklich privat wieder so eine Ebene entwickelt, dass man sagen kann, wir sind dicke Kumpels? Ich war mit Bushido noch nie so privat gut befreundet wie jetzt. Ja, ich hatte mit Bushido noch nie so viel zu tun wie jetzt. Ich meine, wir haben uns noch nicht besucht oder irgend sowas, ja, aber ich meine, wir hatten eine intensive Zeit im Studio, die ganze Zeit über, jeden Tag und so, das war schon, also ich hatte noch nie so viel mit Bushido zu tun wie jetzt und wir verstehen uns. Und doch noch eine allerletzte Frage, ich glaube viele Leute prophezeien euch ja jetzt schon, obwohl es noch nicht mal wirklich offiziell ist, Sido, Bushido, das kann nur eine Eins werden, habt ihr diese Ambition, seid ihr enttäuscht, wenn es kein Platz Eins wird? Redet ihr über sowas? Ja, auf jeden Fall reden wir über sowas. Klar reden wir über sowas. Wir haben einen großen Konkurrenten, wir kommen am 14. Oktober übrigens, ja. Wir haben einen großen Konkurrenten, das ist Dick Brave, der bringt wieder ein Album. Und der ist eben auch ein Eins-Kandidat, der Typ. Aber ich mache mir da keinen Kopf. Ich denke schon, dass wir die Eins kriegen können, egal wen, weil das einfach ein großes Thema ist für ganz Deutschland, nicht nur für Hip-Hop, sondern da werden sich auch andere Leute für interessieren. Und ich denke mal, dass das schon eine große Nummer wird. Und wenn es keine Eins wird, dann gegen Dick Brave. Ja. Am Ende geht es um die Sache. Und ich glaube, dass die Sache, dass dieses Album trotzdem viel reißen wird und viel aussagt. So, ja. Ich finde, was das Album sagt und was es so für was es steht, das ist wichtig. Wirst du vielleicht auch noch eine Tour geben zum Album? Es gibt keine komplette Tour. Wir machen zwei Dates in den großen Hallen in Hamburg und Berlin. Perfekt. Ja. Gibt es dafür auch schon Termine? Das ist im Februar nächstes Jahr. Alles klar. Ich danke dir für das kurze, spontane Statement und dann sind wir alle gespannt auf den 14. Oktober. Das wird überkrass, ich schwöre euch. Das wird so krass. Ich war lange nicht mehr so begeistert von Sachen, die ich selber mache. Ja, also ich meine, ich mache so viel. Ja, und da, das ist eigentlich, ich mache sehr viel, aber diese Sache begeistert mich wirklich sehr. Ich sitze, also alles, was wir gerade machen, so Trailer und Fotos und so, ja, ich sitze wirklich abends und gucke mir das alles an und bin voll begeistert. Das mache ich bei meinen anderen Projekten selten. Mehr als bei deinen Solo-Alben bist du jetzt begeistert? Zumindest mehr als bei meinem letzten, ja. Vielen Dank und viel Erfolg. Aber braucht man euch, glaube ich, gar nicht wünschen. Doch, wünsch mal. Ist schon okay. Erfolg wünschen. Ich wünsche mir selber auch Erfolg für die Sache. Ich finde, wie gesagt, es geht mir nicht, ich will es nochmal wiederholen, es geht mir hier nicht so sehr darum, dass es so viel verkauft. Natürlich immer schön, wenn es viel verkauft, ja, aber das, was wir damit sagen wollen, dass wir, also es geht nicht darum, dass man sich streiten soll, ja, oder dass man hier mit irgendwen disst und dann berühmt wird und so. So funktioniert es nicht. Ich finde, wie Nate das macht, ich habe Nate auf der Graffiti-Box nochmal persönlich kennengelernt. Ja, der ist einfach ein richtig cooler Typ, ja. Mit seiner Armeejacke und so. Ich feiere den Style, ich feiere die ganzen Leute, wie er da mit seinen Kumpels saß und was für ein auf dem Boden gebliebener Typ der ist. Und der hat es nicht nötig, irgendwen zu dissen und hat trotzdem Erfolg, ja. Jetzt muss ich aber noch ein einziges Mal nachhaken. Es geht ja sicherlich nicht nur um dieses schöne Zeichen vom Frieden zu setzen, sondern es ist ja sicherlich auch, wenn man es mal ganz unromantisch sieht, einfach auch extrem lukrativ für euch beide, oder? Guck mal, deswegen sage ich, es kann eigentlich so ein bisschen egal sein, wie viel wir davon verkaufen, weil ich habe mein Geld schon bekommen. Im Vorhinein. Ja. Also es war natürlich auch eine sehr lukrative Sache, ein Album zu machen. Sonst hätte man vielleicht auch nur einen Song machen können oder so, ja, und dann hätte man dasselbe Statement auch gemacht mit einem Song. Aber mit dem Album war es lukrativer, ganz einfach. Hast du noch abschließende Worte an die 16 Bars-Zuschauer? Ihr müsst mir ja kein Glück wünschen, wa? Haben wir ja schon geklärt. Glück brauchen wir ja nicht für das Projekt, das läuft ja sowieso. Was soll ich sagen? Servus! Adios!